Mir gegenüber sitzt jetzt Hartmut Fiebig. Er ist Journalist und Fotograf und Vorsitzender vom The 50 Treasures of Kenya Trust. Ja, 50 Schätze von Kenia. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich, dass Kenia Ende 2013 sein 50-jähriges Unabhängigkeitsjahr gefeiert hat. Und ich kenne das Land sehr gut. Ich bin seit 25 Jahren in Kenia unterwegs, als Fotograf, als Journalist, Reiseführer, Autor. Und dabei ist mir aufgefallen, wie unbekannt Kenia eigentlich ist und wie verzerrt das Bild von Kenia im Ausland, gerade in Deutschland, ist. Kenia gilt immer so als Massentourismusdestination. Und das rührt daher, dass es eine Handvoll Küstenstädte und auch einige Nationalparks gibt, die sehr populär sind. Aber wenn man davon abweicht, also sprich 80% des Landes sind völlig unberührt und ein Land für eigene Entdeckungen. Und ich sehe natürlich auch die sehr rapide Entwicklung in Kenia, bevölkerungsmäßig, die technische Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung. Und das führt dazu, dass auch vieles verschwindet im Laufe der Zeit. Mhm. Und dann dachte ich, Mensch, also von den Traditionen. Von den Traditionen, auch von Naturschutzgebieten oder von Tierzahlen und so weiter, Wälder. Einfach weil natürlich ein verstärkter Druck auf die Ressourcen auch besteht, wie in vielen Teilen der Welt. Und dann dachte ich, Mensch, könnte man da nicht was tun? Und nach meiner Erfahrung ist Tourismus sicherlich das Beste, um gerade was Kultur und also richtiger Tourismus, nachhaltiger Tourismus ist vielleicht die beste Art und Weise, um dafür zu sorgen, dass gewisse Natur- und Kulturschätze erhalten bleiben, weil ihnen dadurch bei der lokalen Bevölkerung Wert zugemessen wird, Leute damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen können, denn es ist letztendlich die lokale Bevölkerung, die die Hüter dieser Schätze sind. Und ich bin dann nach Kenia übergesiedelt 2011, habe eine kenianische Organisation gegründet, das ist eben besagt der 50 Treasures of Kenya Trust. Und mit dem kenianischen Team bin ich dann für 4 Jahre wirklich kreuz und quer durch Kenia gereist, um erstmal überhaupt herauszufinden, was hat Kenia überhaupt, weil das weiß keiner, das wissen die Kenianer auch nicht. Es gibt sicherlich für verschiedene Regionen dann auch ein paar Experten, aber im Prinzip ist das völlig unbekannt und das war unsere Aufgabe. Und inzwischen, glaube ich, kann man sagen, haben wir ein gutes Portfolio zusammen von den größten Attraktionen, die es in Kenia gibt. Als da zum Beispiel wären? Und das ist natürlich ein weites Feld. Ich möchte da das auch nicht als eine Reihenfolge verstanden wissen der Wichtigkeit. Klar. Aber wenn Sie mich jetzt nach meinen persönlichen Präferenzen fragen, beispielsweise die Inselgruppe von Lamu, die an der nördlichen Küste von Kenia sich befindet, das ist spektakulär. Das ist ein kleines Sansibar im Prinzip, aber viel weniger berührt von außen, als das bei Sanse der Fall ist. Sie haben da 2 Autos auf der ganzen Hauptinsel. Das ist der Krankenwagen und das Auto des höchsten Regierungsbeamten. Alle anderen sind zu Fuß mit Esel und mit Booten unterwegs. Ist von daher noch eine sehr ursprüngliche Küstenkultur. Drumherum Mangrovenwälder, der längste unberührte Sandstrand von ganz Ostafrika befindet sich auf dieser Insel. Weiß kein Mensch, steht kein einziges Hotel. Aber auf Lamu selber gibt es natürlich dann auch Unterkünfte. Aber dann der gesamte Norden von Kenia ist ein Wüstenland, Halbtrockengebiete und Trockengebiete. Der größte permanente Wüstensee der Erde, der Lake Turkana, befindet sich da. An den Ufern des Lake Turkana haben sich die wichtigsten Frühmenschenfunde gemacht. Wollte ich gerade sagen, da gibt es ja den berühmten Turkana Boy, der da gefunden wurde. Ganz genau. Es gibt ja diese berühmte Paläontologenfamilie Leakey, genau. Die jetzt in der, ich glaube, 3. oder 4. Generation, weiß ich nicht genau, als in der 4. Generation inzwischen, sich mit den Ursprüngen der Menschheit befassen. Richtig. Und da eben dieses berühmte Kinderskelett gefunden haben. Also genau. Das waren dann, glaube ich, die Großeltern der jetzt hier oder so. Genau. Und woher man, also daher weiß man ja, dass unter anderem daher, dass sich die Menschheit da im ostafrikanischen Grabenbruch letzten Endes entwickelt hat. Ganz genau. Also es ist zum Beispiel eine der Regionen, für die ich inzwischen tätig bin. Man muss dazu wissen, Kenia hat sich in den letzten 10 Jahren massiv verändert. Und das Bild von Kenia im Ausland, würde ich sagen, ist 15 Jahre zurück tatsächlich. Mhm. Ne? Natürlich gibt es die riesigen Wildtierherden und die edlen Wilden, die Maasai, die Pastoralisten, die Hirtenvölker, das gibt es alles noch. Aber Kenia ist ein wahnsinnig dynamisches Land, was die Wirtschaft anbetrifft. Auch die politische Entwicklung ist sehr positiv. Und mit der neuen Verfassung 2010, nachdem ja 2000... Es hatte ja da auch mal richtig heftige politische Zusammenstöße. Das wollte ich gerade aufgreifen. 2008 gab es diese Wahlunruhen. Und das war dann der Auslöser, dass die Kenianer gesagt haben, wir müssen was tun, so geht es nicht weiter. Und das hat dazu geführt, dass eine neue Verfassung mit 2/3 Mehrheit der Wählerstimmen angenommen wurde, das ganze Land zu dezentralisieren. Und da sind 47 semi-autonome Provinzen entstanden. Also es hat jetzt so eine Art föderale Struktur. Genau. Und diese Veränderung ist so ruhig, dass man im Ausland davon nichts hört. Aber was die im Land im Gange setzt, wirtschaftlich,
ist unfassbar. Also die ganzen autonomen, semi-autonomen Regionalregierungen, die nun ihren Tourismus entwickeln möchten. Und da komme ich jetzt ins Spiel, weil ich mir die Mühe gemacht habe, alles zu recherchieren mit meinem Team und die doch nicht mal wissen, was sie eigentlich haben. Und da wird jetzt unsere Dienstleistung doch vermehrt nachgefragt. Und da ist es mir eben auch wirklich ein Anliegen, dass wir nicht einfach nur Tourismus fördern, sondern wirklich auch von Anfang an, und das ist, denke ich, eine historische Chance, bei diesen Gebieten zu versuchen einzubetten, dass es nachhaltiger Tourismus ist. Also nachhaltiger Tourismus heißt letztendlich, die lokale Bevölkerung muss ein entscheidendes Mitspracherecht bekommen. Die lokale Bevölkerung muss davon finanziell profitieren. Ja. Denn sonst werden Wildtierherden nur Schaschlikspieße bleiben und Wälder sind Holzkohle. Ne? Ja, klar. Aber so gibt es die Möglichkeit, wirklich dann einen anderen Prozess in Gang zu setzen. Und das Dritte ist sicherlich auch, was den Kulturerhalt anbetrifft. Wir werden die Entwicklung nicht aufhalten können, auch im Nordkenia, was so abgeschlossen war für eine lange Zeit. Die Chinesen bauen die ersten Teerstraßen, es gibt Wirtschaftsinteressen da oben. Also ist die Frage, lassen wir einfach den Dingen ihren Lauf? Ich glaube, das wäre die schlechteste Möglichkeit. Oder versuchen wir uns an die Spitze zu setzen und Input zu geben und zu versuchen, da ein paar Sachen mitzugestalten und mitzuformen? Wie heißt es schön, if you can't beat them, join them? Also genau. Klar, also wenn sich die Veränderungen vollziehen, sollte man eben versuchen, darauf einzuwirken, dass sie sich möglichst für die Bevölkerung vernünftig vollziehen, dass alle was davon haben. Und gibt es eine Strategie, diese 50 Schätze sozusagen zum Beispiel in Deutschland oder so in den Quellmärkten für den Tourismus nach Kenia bekannt zu machen? Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Ganz kurz vielleicht. Der Fokus der 50 Treasures war bis zur 50-jährigen Unabhängigkeit war innerhalb von Kenia. Weil es ist eine kenianische Organisation und zuallererst müssen die Kenianer kennen und schätzen, was sie haben. Etwas, wozu sie keine Beziehung haben, werden sie niemals schützen. Und da Kenia so ein aufbrechendes Land ist mit einer stetig wachsenden Mittelklasse, ist das erste Mal in der Geschichte das Interesse von kenianischer Seite, das eigene Land zu erleben und kennenzulernen da. Und da genau in diese Schwarte haben wir reingeschlagen mit den 50 Schätzen und die Reaktionen, die wir von Kenianern bekommen, sind fantastisch. Junge Kenianer, die sagen, ihr öffnet mir die Augen für eine völlig neue Welt, mein eigenes Land. Gerade über Social Media, weil die Kenianer sind verrückt nach Facebook und Mobiltelefon, also ganz anderes Bild, als wir das so haben. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, gerade was nachhaltigen Tourismus anbetrifft, das ist alles nicht nachhaltig, wenn es nicht die Verbraucher gibt, die sagen, Mensch, wenn ich ohnehin Urlaub mache, wenn ich ohnehin mein Geld ausgebe, um irgendwo hinzukommen, dann mache ich das doch lieber irgendwo, wo ich weiß, das Geld wird auch dafür verwendet, dass die lokale Bevölkerung was davon hat, dass mein Geld dazu beiträgt, dass die Elefanten geschützt werden, dass die Naturschutzgebiete erhalten bleiben. Und das ist genau der Aspekt, den wir versuchen zu fördern. Wie machen wir das? Ich bin im gesamten deutschsprachigen Bereich bin ich mit einer Multivisionsshow zu den 50 Schätzen unterwegs, im nächsten Herbst auch wieder in Deutschland, Schweiz, Österreich, in den größeren Städten. Und die Reaktionen, die ich da kriege, sind fantastisch. Die Leute kommen in der Pause und sagen, das wusste ich überhaupt nicht von Kenia, jetzt will ich aber. Jetzt will ich hinfahren. Und auch genau das mit dem nachhaltigen Tourismus, wenn man den Menschen das so erklärt, das ist meine Erfahrung bei den Vorträgen. Und ich glaube, ich bin glaubwürdig, weil ich auch Europäer bin. Wenn das ein Tourismusminister aus Afrika erzählen würde, ihr könnt nach Kenia fahren, ist es sicher. Ja, und da gibt's ist dein Job, das zu sagen. Meiner ist es nicht, sondern bei mir ist es die Passion, die mich da treibt. Aber dann eben ist es ganz toll zu sehen, wie die Leute positiv darauf anspringen. Und ich habe noch keine andere Stimme gehört, als dass die Leute gesagt haben, es ist mir lieber, eine Reise zu machen, wenn ich weiß, mein Geld wird dort ankommen und es geht nicht in die Tasche von irgendeinem Riesenreisekonzern mit riesigen Hotels, mit All-Inclusive und alles Geld letztendlich fließt dann wieder ins Ausland ab. Das kann es nicht sein auf Dauer. Ich glaube, damit untergraben wir dann das, was den Tourismus überhaupt erst möglich macht. Und das ist eben all diese Schätze, ob natürlich oder kulturell, auch irgendwo zu schützen. Ja. Sie haben vorhin schon gesagt, die Kenianer sind verrückt so nach Social Media und Mobiltelefonen und so. Ich habe das gehört, dass man auch in Kenia eigentlich gar kein Bargeld mehr braucht, weil man mit seinem Telefon bezahlen kann. Richtig. Es ist eine kenianische Erfindung, das Mobile Banking, also mit dem Mobiltelefon alle Überweisungen zu machen. Und nicht nur das. Kann man auf dem Markt damit einkaufen? Können Sie auch. Sie können irgendwo, also Sie brauchen einfach nur, Sie können einfach mit einer SMS Geld von einem Telefon zum anderen schicken. Und Sie können sogar im Sammeltaxi in Kenia inzwischen mit dem Telefon bezahlen. Und das ist eine kenianische Erfindung, die inzwischen weltweit eingesetzt wird. Auch das ist so eine Sache, wo die Leute mich fragen, ehrlich, das kommt aus Kenia? Ja, es kommt aus Kenia. Es ist eine Technologie, die gerade in diesen Ländern Sinn macht.
Weil da gibt es in vielen Regionen noch nicht mal eine Bank. Also wie ermöglicht man den Menschen trotzdem am Wirtschaftskreislauf teilzunehmen und dementsprechend erfolgreich ist das? Es gibt überall irgendwelche Kioske, auch wo sie Geld einzahlen können für jemanden oder abheben können, wenn ihnen jemand was schickt, sodass sie dann... Man muss ja sein... Das heißt, braucht man dann ein Bankkonto da oder kann man sein Handy auch mit Geld aufladen? Sie laden dann, ihr Handy mit Geld auf und das können sie eben in jedem kleinen Dorf gibt es inzwischen mehrere Läden, die das machen. Sie laden ihr Handy mit Geld auf und können das dann an irgendein anderes Telefon schicken und der Empfänger kann dann da wiederum an irgendeinen dieser Plätze gehen und sich das Geld dann in bar auszahlen lassen oder er kann es dann in Telefonguthaben umwandeln oder selber damit bezahlen. Genau. Und das Lustige ist, muss ich vielleicht noch erzählen, weil das war wirklich so eine spannende Geschichte für mich, die mich auch selber eigentlich überrascht hat. Gerade in Nairobi, der Hauptstadt, 4 Millionen Einwohnerstadt, sehr dynamisch. Aber mit viel Lebensqualität, weil so kosmopolitisch, Nationalpark direkt vor der Haustür und so weiter und so fort. Aber es ist dann so gewesen, dass ich meinen kenianischen Freunden aus Nairobi beibringen musste, wie man Lagerfeuer zu machen hat. Und die haben mir dafür beigebracht, wie man Facebook nutzt. Ja. Willkommen in Afrika im Jahre 2014 oder 15. Das war ein schönes Schlusswort. Danke an Hartmut Fiebig und viel Erfolg für die 50 Treasures of Kenya. Dankeschön. Vielen lieben Dank.